Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen in der Hindenburgstraße, in unserem Gemeindehaus in der evangelisch-reformierten Kirche in Northeim. Der heutige Sonntag trägt den schönen Namen Oculi. Oculi, das ist so ein richtig schöner lateinischer Name und kommt aus dem Psalm 25, der der Wochenpsalm ist und heißt so viel wie Augen. Und das ist das erste Wort eben in diesem Vers. Und da geht es weiter, Oculi meam, also meine Augen sehen. Und dann ist man versucht, kurz mal innezuhalten und zu sagen, worauf sehen denn gerade meine Augen? Worauf sehen denn unsere Augen? Wenn man hier natürlich in kirchlichen Gefilden ist, weiß man sofort oder denkt man, wie es weitergeht. Aber worauf fixieren wir uns? Vielleicht auch ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange zurzeit, auf die neuesten Inzidenzzahlen oder auf die neuesten Expertenaussagen, auf den Test, auf die Impfung, auf was fixieren wir uns? Vielleicht auch mittlerweile nach so langer Zeit des Lockdowns fixieren wir uns auch schon auf unseren eigenen Bauchnabel. Das könnte auch vorkommen. Nabelschau, denke ich immer so in der Kirche, haben wir das viele Jahre betrieben. Wird mal Zeit, dass wir vielleicht auch damit wieder aufhören. Man kann sich natürlich auch auf das fixieren und auf das sehen, was einem am Härten im Leben passiert ist, auf das Leid, was man zu tragen hatte und davon nicht mehr loskommen, den Blick nicht mehr davon loswenden können. Ja, und man kann dann eben auch den Blick erheben und sagen, meine Augen sehen auf den Herrn. Und Sie merken schon, wenn man den Blick von sich selbst weg und dann nach oben bringt und einmal so durchatmet nach oben, dann passiert schon etwas in uns. Dann geht schon etwas mehr Energie in unseren Körper hinein und es weitet sich etwas und der Blick weitet sich und die Seele weitet sich gleichzeitig noch mit. Und es wird uns ein Stück leichter und ein Stück optimistischer, hoffnungsvoller, wie wir uns dann anfühlen können. Meine Augen sehen auf den Herrn. Weg von dem, was mich betrüben und bekümmern kann, hin zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der das in der Hand hält, der auch mich und mein Leben in der Hand hält. Um uns das klarzumachen, die Augen auf ihn zu konzentrieren, sind wir heute hier. Hört einen der für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Texte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige, dem 19. Kapitel. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich habe nicht mehr vermocht als meine Väter vor mir. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Amen. Liebe Gemeinde,
Keine Heiligen, keine Helden in der Bibel. Und ich sage, das ist gut so und Gott sei Dank. Sondern Menschen aus Fleisch und Blut, die manchmal über sich selbst hinauswachsen können und man hat fast den Eindruck, sie sind da selbst verwundert, dass sie dann zu solchen Taten fähig werden. Aber dann doch immer wieder Menschen, die auch ganz kläglich erscheinen, die scheitern und denen alles in den Fingern zerrinnt. Einer von ihnen ist Elia, von dem wir gerade gehört haben, Prophet des 9. Jahrhunderts vor Christus. Und es fällt so leicht, sich in seine Situation hinein zu versetzen. Keine Helden, keine Heiligen. Warum ist das so? Weil gesagt wird, Gott macht mit ganz einfachen Menschen seine Geschichte. Der braucht da keine besonderen Größen dafür. Die besonderen Größen, die sich auch so besonders empfinden und die gerne hoch hinaus wollen und mächtige werden und sich dann auch manchmal Gottes Namens bemühen, die sind eher hinderlich für Gott. Weil die machen dann doch ihre eigenen Sachen und sehen dazu, dass die Ehre ihnen gereicht und nicht zu Gottes Ehre wird. Und es steigt ihnen zu Kopf und alles wird schief. Die kleinen Menschen, mit denen Gott seine Geschichte macht, kann er besser gebrauchen. Und das soll uns natürlich auch gleichzeitig ermutigen, auch mit uns kann Gott seine Geschichte machen. Und Gott will seine Geschichte mit uns machen, nicht nur mit den großen Männern und nicht nur mit den großen Frauen, sondern mit dir und mit mir. Was war passiert mit diesem Elia? Ich muss es kurz zusammenfassen, weil kein Ausflug über Belehrung über die Geschichte und was man daraus alles vielleicht sehen und lernen könnte. Auch nichts fürs Bildungsbürgertum, sondern einfach, weil es so verblüffende Parallelen gibt. Israel im 9. Jahrhundert, sesshaft geworden. Die Sklaverei in Ägypten lag hinter ihnen. Sie sind da natürlich nicht auf leeres Land gestoßen, sondern da wohnten schon die Kanaanäer. Und mit denen vermischten sie sich und trieben Handel und wurden auch mehr oder weniger ein Volk, sodass man das gar nicht merken konnte. Und ganz schleichend passierte es, dass sie ihren eigenen Glauben an den Gott, der aus der Sklaverei befreit, verloren. Nicht so hundertprozentig verloren, so ein bisschen glaubte man immer noch dran, aber man sagte sich, andererseits vielleicht hier in diesem Land ist Baal, der Wirtschaftsgötze, der Richtige, dem wir zu dienen haben. Man dachte ja damals noch, jedes Land hat so seinen eigenen Gott, jedes Volk hat seinen eigenen Gott und jetzt sind wir in einem fremden Land und da taugt vielleicht der Gott, der uns aus der Sklaverei befreit hat, nicht mehr. Hier müssen wir jetzt die Knie vor Baal beugen. Das war so die Vorstellung. Und einer, der dagegen aufgetreten ist mit aller Vehemenz und gesagt hat, diese Patchwork-Religion, na, das hat er nicht gesagt, aber ich sage es heute, weil es vielleicht dann klingelt auch, diese Patchwork-Religion, die ihr macht, dass ihr das verquicken wollt, den Glauben an den einzigen Gott, der euer Gott zu sein hat und diese Fruchtbarkeitskulte hier, die jede Menge Konsequenzen auch in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung hatten. Man durfte dann nämlich Land verkaufen und kaufen. Das durfte man bei denen, die an Gott, der aus der Sklaverei befreit hat, nicht an den Herrn glaubten. Aber bei Baal konnte man das sehr wohl. Und das brachte eine große soziale Ungleichheit mit sich in diesem Land. Und der Elia tritt auf und sagt, das geht nicht, ihr könnt nur entweder oder, es geht nicht sowohl als auch. Das ist zwar das Bequemste, was man gerne hätte, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und dann basteln wir uns so unsere eigene Religion zusammen, das wird schon irgendwie passen. Und Elia ist einer, der da ganz konsequent ist, der sagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder für die eine oder für die andere Seite. Beides zusammen geht nicht. Und da kommt es zu diesem Gottesurteil auf dem Karmel und unbedingt nachzulesen, wie die ganze Geschichte von Elia, weil sie hochspannend und dramatisch ist. Er geht eigentlich als großer Sieger aus diesem Kräftemessen mit den Baalspriestern hervor. Und eigentlich hätte alles wunderbar laufen können, aber er hat nicht mit Isabel gerechnet. Und wenn ihr mal wissen wollt, was weibliche Toxidität ist oder toxische Weiblichkeit ist, dann müsst ihr die Frau euch mal näher angucken. Die hat das alles. Intrigant ohne Ende, bosartig, eiskalt geht sie ihren Plänen nach. Das gibt es auch. Ganz klar, als Frau beschreibt, die ist eine kanaanäische Prinzessin gewesen, ist mit Ahab verheiratet, der ist eher so ein Wankelmütiger, der sagt mal heute das und morgen das, aber die verfolgt knallhart ihre Ziele und geht dabei natürlich über Leichen. Isabel, mit der hatte er nicht gerechnet. Und die sagt nun, wart's nur ab,
Ich werde dir morgen tun, was du gestern mit meinen Baalspriestern gemacht hast. Ich bring dich um. Ich mach dich fertig. Und es ist so interessant, vor dieser Frau flieht er. Am Tag davor kämpft er mit lauter Männern, aber gegen die Frau kann er nicht kämpfen. Da muss er weglaufen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das fällt den Männern nämlich so schwer, gegen Frauen zu kämpfen. Das ist nicht so einfach, gerade gegen dieses Kaliber von Frauen. Da sagt er, laufe ich lieber weg. Männer, die weglaufen, weil sie sich nicht trauen, gegen Frauen zu kämpfen. Also das ist auch etwas, was hier drin vorkommt. Er läuft weg, läuft in die Wüste, lässt seinen Diener noch zurück, legt sich unter den Wacholder und zieht das erbarmungslose Resümee seines Lebens. Ich habe nicht mehr vermocht als die Väter vor mir. Ich habe versagt, ich bin eine Niete. Es ist alles vorbei. Alles, was ich so mit Intensität tun wollte und wo ich mir so viel Erfolg erhofft hatte, wo ich wirklich mein ganzes Herzblut hineingelegt habe, das zerrinnt mir zwischen den Händen und es ist schlimmer, als wenn ich nichts gemacht hätte. Die riesengroße Enttäuschung seines Lebens, mit der er dasitzt. Und das ist nicht nur einfach so eine Enttäuschung, wie man sie halt haben kann und die steckt man weg, sondern ihr spürt bei dem, was er sagt, das geht tiefer. Das ist eine Lebensenttäuschung, die ihm auch alle Lebenskraft entzieht. Es ist zwar so, dass man sich vor Ferndiagnosen gerade psychologischer Art hüten sollte, gerade wenn das noch weit entfernt ist und 2900 Jahre alt ist. Aber ich möchte darauf wetten, dass dieser Mann eine Depression gehabt hat. Eine richtige, schwere Depression. Was zeichnet eine Depression aus? Die kann ja sehr unterschiedlich ausfallen, eine Depression. Aber was alle Depressionen gemeinsam haben, ist das eine, die Antriebslosigkeit. Auch Alltagsaufgaben fallen schwer, man hat gar keine Lust mehr. Alles mühsam, das überhaupt noch auf die Reihe zu bekommen. Das ist das eine, Antriebslosigkeit, alles fällt schwer. Und das zweite ist eine negative Sicht der Welt und der eigenen Person, der große Selbstzweifel. Diese beiden Sachen sind in jeder Depression vorhanden und machen das Leben für den, der davon betroffen ist, sehr, sehr schwer und mühsam. Und für alle anderen, die das mitbegleiten und versuchen, den Mann da aus dem dunklen Loch rauszuholen, fällt das nicht weniger schwer. Ihr alle habt auf die eine oder andere Art und Weise eure Erfahrungen damit gesammelt. Ob als Selbstbetroffene oder als Menschen, die jemanden begleitet haben in so einer Depression. Und ihr wisst auch genau, das ist was anderes als eine depressive Verstimmung und das ist auch etwas anderes als ein bisschen Melancholie, wenn die Blätter fallen, sondern das ist wirklich eine große und massive Leere, die sich dann auftun kann. Depression. Wenn ich meinen Freund, den Psychiatrieprofessor aus Göttingen, fragen würde, was machen wir mit dem Elia jetzt, dann würde der sagen, ach, das haben wir im Griff, das ist eigentlich kein Problem mehr. Erstmal die Diagnose klargestellt, wenn jetzt bei Elia noch eine Schlafstörung dazu käme, wären wir uns 100% sicher, dass er an einer Depression leidet und dann geben wir Antidepressiva. Da stimmt nämlich was mit den Neurotransmittern nicht und wenn man da an der richtigen Stelle nachlegt, wird das schon. Und dann warten wir 3 Wochen, ob das angeschlagen hat und wenn nicht, dann justieren wir ein bisschen nach und dann wird alles wieder gut. Und wenn mein Freund das so sagt, wage ich natürlich nicht, als Laie ihm richtig zu widersprechen. Da muss ich dann mir einen Gottesdienst und eine Predigt aussuchen, damit ich mich das traue. So ein bisschen zumindest, weil ich sage, lieber Freund, es gibt jetzt eine Meta-Analyse von all diesen Depressionsstudien, die gemacht worden sind. Also eine Analyse der Analysen, die durchgeführt worden sind, Doppelblindstudien. Und die besagt, die Antidepressiva wirken nur geringfügig mehr als die Placebos. Also ich würde sagen, ich fälle da kein Urteil jetzt insgesamt, aber ich sage, lass uns doch mal andere Sachen noch mal angucken, die vielleicht ja doch auch helfen können. Die Menschen geholfen haben, die vor vielen tausend Jahren noch über keine Antidepressiva verfügt haben und die irgendwie so damit fertig werden mussten. Vielleicht helfen diese alten Rezepte ja doch, die keine wirklichen Rezepte sind, aber die Anleitung geben sollen, wie man helfen kann. Und dafür lohnt es sich, in diesen Text noch einmal näher hineinzusehen. Erstens, ich habe auch die Feststellung gemacht, dass alle, die depressiv sind und unter Depressionen zu leiden haben,
auch in einem Umfeld und in Lebensumständen sind, die deprimierend sind. Ich glaube nicht, dass eine Depression einfach vom Himmel fällt, sondern dass eine Depression auch fast immer ansagt, etwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Etwas musst du ändern. Und der große Vorteil der Depression ist, dass sie uns die Wirklichkeit schonungslos sehen lässt. Das ist nämlich auch ein Vorteil. Man kann sich ja fragen, wozu ist Depression überhaupt gut? Bei der Angst können wir es ja wissen, wenn jemand angstkrank ist, ist es auch problematisch. Aber die Angst grundsätzlich ist ja hilfreich, um uns zu schützen vor Gefahr. Aber bei der Depression fragt man sich, was nützt denn das, wenn einer den ganzen Tag nicht mehr hochkommt und alles so grau und trübe sehen muss? Ich sage, eine der Vorteile der Depression oder eine der Hilfestellungen, die sie bieten kann, ist, dass wir die Wirklichkeit nicht in einem rosaroten Licht sehen, sondern schonungslos in Schwarz-Weiß. Und das hilft manchmal, um stärker und klarer und kontrastreicher sehen zu können. Ich komme noch mal über die Institution, weil ich über Elia am Anfang im Zusammenhang mit seinem Volk geredet habe, was abfällt von Gott und nicht mehr weiß, wo es hingehört, auf die eine oder auf die andere Seite. Das ist doch die Situation unserer Kirchen, in der wir uns heutzutage befinden. Wir sind doch genau in der gleichen Situation, dass wir das Gefühl haben wie Elia, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Sagt er dann nachher, der Elia, als er vor Gott sein Herz ausschüttet. Sagt, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und dann sagt Gott, jetzt übertreibt man nicht, das hilft auch nicht. Es sind noch 3000 Leute da und Elisa bestelle ich, damit er dein Nachfolger wird. Also sind schon noch Leute da. Aber es ist doch eine deprimierende Situation, in der wir uns in den Kirchen befinden. Und das einmal zu sagen und nicht zu tun, hallo Leute, wir sind eine krasse Herde, wie klasse wir sind, wie großartig, sondern mal zu sagen, liebe Leute, nein, das ist deprimierend. Was glaubt ihr denn, warum viele Pastoren so ausgeblutet sind und so eine Jobmentalität entwickelt haben? Weil die auch ausgebrannt sind, weil die auch depressiv sind, weil die sich doch auch bemühen, ein lebendiges Gemeindeleben herzustellen und es klappt nicht bei all dem, wie sie sich bemüht haben. Und das zieht Kräfte ab. Da hat man große Hoffnung gehabt, aber es bleibt die kleine Schar. Und da mal zu resümieren und zu sagen, lieber Gott, ich habe nicht mehr vermocht als die Alten vor mir. Ich kann nicht mehr. Ich zumindest kann nicht mehr. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Denn das könnte dann eine Chance sein, wenn wir so ehrlich damit umgehen würden, dass es wirklich ein neuer Anfang werden könnte. Für Elia ist das so. Die schonungslose Ehrlichkeit ist die Chance eines neuen Anfangs. Wie sieht dieser neue Anfang aus? Erstens. Geht nicht von alleine. Man kommt da nicht alleine heraus. Man braucht jemanden. Und das ist an dieser Stelle ein Engel. Aber ihr seht das natürlich völlig klar, das ist ein sehr, sehr menschlicher Engel. So wie du und du und du und ich ein Engel werden können für einen anderen in einer depressiven Situation. Das ist ein sehr menschlicher Engel. Was macht er als erstes? Und da lohnt es sich wirklich mal genau zu lesen und zu gucken, was in diesen Texten drin steht. Als erstes steht da, er rührte ihn an. Der Engel rührt den Elia an. Eine körperliche Bewegung. Liebe Leute, wir als Distanzmenschen, die wir ja mittlerweile geworden sind nach einem Jahr Corona, doch einfach nochmal gesagt, die Berührung, und ihr habt es gerade so schön gesagt, wenn das erst wieder geht, dass wir uns umarmen können, dann ist alles wieder gut. Wir brauchen die Berührung und die Nähe, die spürbare von anderen Menschen. Das ist ein Antidepressivum, was dringend notwendig ist. Und was gerade jetzt in diesen Zeiten sicherlich für viele Menschen, allen voran den Kindern und den Alten, von höchster Notwendigkeit ist. Die Berührung eines anderen Menschen. Der Engel rührte ihn an. Und dann geht es weiter. Dann sagt der Engel zu ihm, steh auf und iss. Ich finde das so großartig. Der sagt nichts weiter. Steh auf und iss. Der könnte ja jetzt alles Mögliche erzählen. Der könnte ja jetzt sagen, also mal angefangen, da hast du sowieso lauter Fehler gemacht in deinem Leben. Dass das nicht klappen konnte, hätte ich dir gleich sagen können. Wie kann man so blöd sein gegen Bad? Er hätte alle, oder er könnte sagen, guck mal, wird Frühling, die Vögel singen schon wieder. Ist alles gar nicht so schlimm, du musst mal ein bisschen aufgeheitert werden. Oder er hätte sagen können, es gibt noch andere, denen geht es viel schlimmer als dir.
Das würde dem Elia alles überhaupt nichts nützen. Er wüsste nur, dass er nicht verstanden wird, auch von diesem Engel nicht verstanden wird, dass der es nicht begriffen hat. Und deswegen würde er noch weiter anfangen zu klagen und zu jammern, wie schlecht es ihm geht. Weil er denken würde, er muss den anderen ja mal überzeugen, wie es wirklich in ihm aussieht. Und jetzt bin ich auch noch mehr alleine, weil der das ja nicht mal versteht. Also, der Engel sagt das alles nicht, sondern sagt, oh, steh auf und iss. Essen kannst du doch und trinken kannst du doch. So ganz einfache Sachen. Ganz alltägliche Sachen, das kannst du doch. Das ist doch jetzt keine Überforderung, wenn du das Brot, was ich da direkt an deinen Kopf gelegt habe, wenn du das nimmst, zerbrichst, isst, einen Schluck trinkst. Das schaffst du doch. Essen und trinken. Und das schafft der Elia tatsächlich und das macht er auch. Und dann geht es wieder so wunderbar weiter. Was macht er? Steht auf und sagt, ja, jetzt bin ich wieder gekräftigt, jetzt geht alles gut und super. Das ist Märchen, das ist nicht Bibel. In der Bibel steht, Elia legt sich wieder hin und ist genauso depressiv wie früher. Und das will uns doch sagen, eine Depression ist eine zähe Geschichte. Und wenn du davon befallen bist, Betroffener oder als Angehöriger, dann denk doch nicht, dass das schnell da rausging und dass da schnelle Erfolge zu erzielen sind. Du brauchst Geduld mit dir und dem anderen. Der kommt so schnell aus diesem depressiven Loch nicht heraus. Und deswegen legt er sich einfach hin und sagt, ja gut, ich habe gegessen, hab getrunken, aber mehr auch bitte nicht. Und dann kommt der Engel nochmal. Und dann kommt eine leichte Variante auf. Steh auf, iss und trink. Und dann fügt er einen kleinen Satz dazu. Sowas von geschickt. Sonst ist der Weg zu weit für dich. Der sagt jetzt nicht, jetzt musst du das machen, dieses machen, jenes machen. Und wohin der Weg führt, das sagt er auch nicht. Er sagt nur, sonst ist der Weg zu weit für dich. Merkt er, wie da etwas entsteht? So ein bisschen Neugierde. Welcher Weg denn jetzt? Wo soll ich denn hin? Ich bin doch am Ende angekommen. Ich will keinen Weg gehen, aber welcher Weg? Wo würde der denn hin? Versteht? Da wird Neugierde geweckt. Neugierde aufs Leben, auf den Weg, auf das Ziel, wo ich hingehen könnte. Mit dem einfachen Satz, sonst ist der Weg zu weit für dich. Du kannst fertig sein mit dir und deinem Leben. Du kannst auch mit Gott fertig sein und sagen, das geht alles nicht. Und mit deinen Mitmenschen sowieso schon lange. Aber Gott ist mit dir noch nicht fertig. Der hat noch ein Ziel für dich. Der hat noch einen Weg für dich. Und den sollst du gehen und den kannst du gehen und den wirst du gehen. Durch die Kraft der Speise gestärkt. Ja, und dann macht er sich tatsächlich auf den Weg, der Elia. Und es wird hier berichtet, 40 Tage und 40 Nächte. Und wir sind erinnert an Jesus, der 40 Tage und 40 Nächte auch in der Wüste gewesen ist. Extreme Einsamkeit noch einmal, aber sich auf den Weg zu machen, ein Ziel zu haben. Wo geht der hin? Er geht nicht zurück zur Isabel, um jetzt gestärkt und nochmal richtig in den Kampf rein. Könnte der nicht. Würde der vollkommen versagen, wenn er jetzt das machen müsste, was er immer gemacht hat. Er geht in die genau entgegengesetzte Richtung. Er geht zum Horeb hin, also dem Sinai, auf der Sinai-Halbinsel, dem Berg, wo Gott Mose die Gebote gegeben hat und ihm begegnet es. Er geht zu diesem Berg hin, weil er weiß, dort kommt es zu einer Begegnung mit Gott. Und das, was ihm wirklich hilft, das Einzige, was ihm wirklich hilft, dass er die Augen aufhebt in Richtung Berg und in Richtung auf Begegnung mit Gott. Erst wenn sein Gottesverhältnis wieder in Ordnung ist, kommt auch der Rest in Ordnung. Dann wird er sich korrigieren lassen können, dann wird er eine neue Perspektive bekommen und dann wird es auch für ihn weitergehen. Wie begegnet ihm Gott dort am Horeb am Sinai, nicht in einem gewaltigen Orkan, der die Felsen zerschmettert, dem Angst macht. Auch nicht in einem Erdbeben, das den Berg plötzlich erschüttert und auch nicht in einem alles verzehrenden Feuer. Gott begegnet Elia dort am Horeb in einem sanften, leisen Säuseln des Windes. Amen.